setzten sie sich also auf den Lokführersitz. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Dies ist das Richtungswender-Display. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungen-Menü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. Die Strecke verläuft von hier aus bis zur Grenze zu den Niederlanden und Belgien und ist Teil des internationalen Streckennetzwerks von Zügen, die quer durch Europa fahren. Bei diesem Zug handelt es sich um einen Intercity-Express der dritten Generation, der von Siemens in Deutschland für den internationalen Einsatz gebaut wurde. Er besteht aus 8 Wagen und verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde. So. Okay, wir dürfen 70 fahren. Das tun wir jetzt auch mal. Moin, Kuhn! Train Sim World bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Bei PS4 ist eigentlich noch jetzt momentan auf, während wir diesen Zug erkunden. Dankeschön. Bei PS4 eigentlich noch das Beste ist, was läuft bei mir. Ich habe mal heute das Spiel gekauft gehabt. Oder gestern, besser gesagt. Ich hatte mal 3-4 Stunden geschlafen, bis ich jetzt eben mal gerade leider Gottes keine Luft mehr bekommen habe. Und ich dafür wieder Tabletten schlucken musste. Aber sonst passt das. Wie geht's dir eigentlich, Kuhn? Ne, bring, ich werde mal demnächst jetzt noch eine Best-of
machen über Arma 3. Da wirst du dich mit Sicherheit wieder erkennen. Kennst du jetzt zum Beispiel noch, was? Drücken Sie R3, um die Außenkamera zu aktivieren. Das sind ja drei. Ah. Es stehen weitere Innen- und Außenkameras zur Verfügung, die untersucht werden können. Diese können über das Kameramenü ausgewählt werden. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen im Westen von Deutschland. Bereiten Sie sich auf eine Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der ersten internationalen Eisenbahnstrecke der Welt vor. Erleben Sie den Nervenkitzel beim Fahren des hochmodernen elektrischen Hochgeschwindigkeitszugs ICE 3M mit bis zu 250 km pro Stunde. Nehmen also Sie definitiv bei mir noch in der Grenzregion in Augenschein. Best of von Arma 3 geben, da wirst du dich wieder erkennen. Ich sage nur Micha Cordes, wo du uns mit dem Abteil Express oder beschaulicher Pendlerzug. Sie bestimmen das durch den Border gezogen. Vergessen Sie nicht, auf dem Weg Streckenkarten zu platzieren, Sicherheitsschilder anzubringen, Verkehrsleitkegel zu platzieren und Erste-Hilfe-Punkte aufzufüllen. Willkommen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Aachen. Ja, Köln-Aachen, herzlichen Glückwunsch. Guten Morgen. Wie jetzt?